Tag. Ich habe in meinem Leben schon viele Sachen verloren, aber im Fundbüro war ich noch nicht. Lektion 22 im Fundbüro. 你好，在以前我曾经丢过很多东西，不过我还从来没有去过失物招领处。下面我们来看第22课失物招领。 首先是基本句型 Redemittel. Ich habe meine Brieftasche verloren. Meine Aktentasche ist weg. Was war in der Tasche? 这里 war用了过去时，意思是在丢失东西以前包里有些什么东西。 In der Tasche waren Ausweise und eine Flugkarte. Wo und wann haben Sie die Tasche verloren? Ich kann mich nicht genau erinnern. 这里反身动词 sich erinnern 意思是记起来. Heute Morgen habe ich sie noch gesehen. Vor einer Stunde habe ich bemerkt, dass meine Tasche weg war. Ich hoffe, dass jemand meine Tasche abgeben wird. 这里, 动词 werden, 表示将来时. Wenn Ihre Tasche hier abgegeben wird, werden wir Sie sofort benachrichtigen. 这里的 werden 是被动式的助动词，后一个句子的 werden 是指将来时。好，接下来是情景对话 Dialoge. Herr Liu im Fundbüro. 刘先生在事务招领处。 Guten Tag, ich habe meine Brieftasche verloren. Wo und wann haben Sie die Brieftasche verloren? Ich kann mich nicht genau erinnern. Heute Vormittag im Zug war die Brieftasche noch da. Vielleicht habe ich sie beim Aussteigen verloren. Oder sie wurde gestohlen. Wann haben Sie bemerkt, dass Ihre Brieftasche weg war? Erst vor einer Stunde. Als ich im Kaufhaus etwas kaufte, fand ich sie nicht mehr. Was war in der Tasche? Meine Ausweise und 500 Mark. Es war nicht viel Geld, aber ich brauche meine Ausweise dringend. Ja, das kann ich verstehen. Ich vermute, Sie haben die Brieftasche entweder im Bahnhof oder im Kaufhaus verloren. Ja, ich hoffe, dass jemand meine Brieftasche abgeben wird. Wenn die Brieftasche hier abgegeben wird, werden wir Ihnen sofort Bescheid geben. Füllen Sie das Formular bitte aus. Ja, danke. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Die Brieftasche von Herrn Liu wurde glücklicherweise gefunden. Guten Tag. Mir wurde gesagt, dass meine Brieftasche gefunden worden ist. Wie ist Ihr Name bitte? Yuming. Einen Moment bitte. Ja, wir haben hier eine Brieftasche. An den Ausweisen können wir feststellen, dass sie Ihnen gehört. Ja, das ist meine. Vielen Dank.
Wer hat die Brieftasche abgegeben? Das war eine ältere Dame. Ihr Name ist Christa Braun. Zum Dank dafür möchte ich ihr eine kleine Belohnung geben. Und zwar 10% der Geldsumme in meiner Brieftasche. Das ist sehr gut. Es wäre nett, wenn Sie das Geld für Sie dalassen würden. Hier sind 50 Mark. Bitte richten Sie ihr meinen Dank aus. Das tue ich. Bitte unterschreiben Sie hier und ich gebe Ihnen die Rechnung. Das ist alles. Vielen Dank. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. 现在我们来看一下注释. Ja, das kann ich verstehen. Ich vermute, Sie haben die Brieftasche entweder im Bahnhof oder im Kaufhaus verloren. 这我能理解. 我估计您的钱包不是在火车站，就是在商店丢的. 这里有一个连词 entweder oder， 意思是要么要么。 或者，它可以在句子当中连接不同的句子成分，也可以连接不同的句子。好，接下来是替换练习。 Variation. Ich habe meine Brieftasche verloren. Ich habe meine Handtasche verloren. 动词 verlieren. 第二分词是 verloren， 意思是丢失。 Was war in der Brieftasche? Was war in der Handtasche? 这里都用了过去时 war， 意思是在丢东西以前，钱包或者手提包里有什么东西。 Meine Ausweise und 200 Mark. Meine Brieftasche und eine Flugkarte. Wo haben Sie Ihre Brieftasche verloren? Wo haben Sie Ihre Handtasche verloren? Im Kaufhaus. Im Bahnhof. Wo und wann hatten Sie Ihre Brieftasche noch? Wo und wann hatten Sie Ihre Handtasche noch? Unterwegs zum Kaufhaus hatte ich sie noch. Im Zug hatte ich sie noch. Unterwegs 意思是在半路上，在途中。 Wann haben Sie bemerkt, dass Ihre Brieftasche weg war? Wann haben Sie bemerkt, dass Ihre Handtasche weg war? Erst vor einer Stunde. Erst vor einer halben Stunde. 这里的 erst 是意思是才怎么样。 Wenn Ihre Brieftasche abgegeben wird, werden wir Sie benachrichtigen. Wenn Ihre Handtasche abgegeben wird, werden wir Sie anrufen. 这里 werden 加上动词的第二分词 构成被动态。 主句当中的 werden 表示许诺什么事情 有情态意义。 Mir wurde gesagt, dass meine Brieftasche abgegeben worden ist. Mir wurde gesagt, dass meine Handtasche gefunden worden ist. 这里 mir wurde gesagt 是被动式的过去时态，完整的说法也可以说是 jemand hat mir gesagt. Wie ist Ihr Name bitte? Guchung. Wangping. Ja, richtig.
Wir haben hier eine Brieftasche. An den Ausweisen können wir feststellen, dass sie Ihnen gehört. Ja, richtig. Wir haben hier eine Handtasche. An den Ausweisen können wir feststellen, dass sie Ihnen gehört. Dongzi feststellen, isi shi que ding, duan ding, ke fen qian zui, fest. Wer hat sie abgegeben? Das war ein Mädchen. Das war ein Herr. 这里都用了过去时，哇，意思是在这之前有一位姑娘或者先生把东西上交了。Zum Dank dafür möchte ich ihm eine kleine Belohnung geben. Es wäre nett, wenn Sie die Belohnung für es dalassen. Es wäre nett, wenn Sie ihm die Belohnung geben. 这里 es wäre nett 是第二虚拟态，表示委婉的语气。好，最后是生词表 Wortschatz. Das Fundbüro. Das Fundbüro. Die Aktentasche. Die Aktentasche. Die Brieftasche. Die Brieftasche. Die Handtasche. Die Handtasche. Die Belohnung. Die Belohnung. Verlieren. Verlieren. Weg. Weg. Bemerken. Bemerken. Abgeben. Abgeben. Benachrichtigen. Benachrichtigen. Feststellen. Feststellen. Dafür. Dafür. Aus. Aus. Unterwegs. Unterwegs. Dalassen. Dalassen. Ja, passen Sie gut auf Ihre Sachen auf. Dann brauchen Sie nicht ins Fundbüro. Auf Wiedersehen. 好了，希望你平时对自己的东西多加小心，这样就不用去失物招领处了。